Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich an meinem Golf 7 Variant die originale schwenkbare Anhängerkupplung nachgerüstet habe. Dazu werde ich im Folgenden anhand von Videos und Bildern die notwendigen Arbeitsschritte zeigen und erklären. Eine Übersicht über alle Teile inklusive Teilenummer, welche ich benötigt habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Nachdem wir einen Kabelbaum vom Anhängerkupplungssteuergerät, was unter dem Halter für das Bordwerkzeug sitzt, bis nach ganz vorne zum Sicherungskasten verlegen müssen, müssen wir die ganze linke Fahrzeugseite aufmachen und dementsprechend fangen wir zunächst mal an, den Kofferraumboden zu entfernen. Dann entfernen wir die Verkleidung von der Ladekante. Dazu einfach an beiden Seiten mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen. Dann lösen sich die Metallklipse aus den Verrastungen in der Karosserie und dann könnt ihr das Teil abnehmen. Und wie ihr seht, es ist mit insgesamt 4 Metallklipsen in der Karosserie verrastet. Danach muss noch die Verkleidung an der Rücksitzlehne entfernt werden. Dafür einfach das Verkleidungsteil mit mittlerem Kraftaufwand nach oben aus dem sich darunter befindlichen Halter herausziehen. Das ist mit Plastikrastnasen verrastet. Da wir die linke Rücksitzlehne ausbauen müssen, muss auch noch der eben gezeigte Plastikhalter entfernt werden. Dieser ist mit 3 Torx-Schrauben befestigt. Und wenn dann alle 3 Schrauben gelöst sind, können wir den Plastikträger abnehmen. Um dann die Sitzbank auszubauen, auf der linken Seite und der rechten Seite der Sitzbank mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen. Und dann merkt ihr, dass sich die vordere Verrastung der Sitzbank löst. Um die Sitzbank auch aus der hinteren Halterung zu lösen, die Sitzbank leicht gegen die Fahrtrichtung drücken und dann könnt ihr sie nach oben aus der Halterung herausnehmen. Danach noch die Sitzbank unter den Isofix-Halterungen hervordrücken und die Kurzschlösser nach unten aus der Sitzbank herausdrücken. Und dann ist die Sitzbank vollständig ausgebaut. Hier seht ihr jetzt nochmal im Detail die vordere Rastnase der Sitzbank, welche hier in dieser Halterung eingerastet ist. Im hinteren Teil der Sitzbank ist dann das Drahtgestell der Sitzbank in diese Nase eingerastet. Als nächstes muss dann noch der Arretierungsbügel entfernt werden, der hier das Mittellager der beiden Rücksitzlehnen umgibt. Dann wird die Rücksitzlehne leicht nach oben angehoben, in Richtung Fahrzeugmitte gezogen und kann dann abgelegt werden. Und dann wird als nächstes die Mutter, die das Seitenpolster an der Karosserie verschraubt, gelöst. Das ist eine 10er Nuss. Und dann muss noch die Einstiegsleiste, die ist in dem Seitenpolster verrastet, gelöst werden. Und um hier gut arbeiten zu können, muss zunächst noch der Spreiznit der Einstiegsleiste entfernt werden. Und dann ist genügend Platz, um die beiden Teile voneinander trennen zu können und im nächsten Schritt das Seitenpolster auszubauen. Um das Seitenpolster zu lösen, mit einem kräftigen Ruck an der Oberseite des Seitenpolsters ansetzen, damit sich alle 3 Metallclips aus den Verankerungen lösen.
Hier seht ihr das Seitenpolster noch einmal im Detail. Ich habe die Ausstattungsvariante ohne Airbags im Seitenpolster. Solltet ihr eine Ausstattungsvariante mit Airbags im Seitenpolster haben, es kennzeichnet sich dadurch, dass das Seitenpolster mit Stoff überzogen ist und ein kleines Airbag-Zettelchen dran ist, dann darf hier nur der Fachmann in der Fachwerkstatt ran. Als nächstes wird die Abschlussleiste vom Himmel gelöst. Dazu auf einer der beiden Seiten anfangen und die Klipse lösen, die noch in die D-Säulenverkleidung mit reingehen. Danach auf die andere Seite vorarbeiten und alle Metallklipse lösen, die sich auf dem Weg bis dahin befinden. Und dann auf der anderen Seite noch aus der D-Säulenverkleidung ausklipsen und dann kann das Teil abgenommen werden. Weiterhin wird dann noch die Verkleidung der D-Säule entfernt. Dazu müssen zunächst zwei Metallklipse gelöst werden. Und um das Teil final abnehmen zu können, muss es leicht in Fahrtrichtung gedrückt werden. Und somit sind dann alle Teile entfernt, um im nächsten Schritt mit dem Ausbau der seitlichen Kofferraumverkleidung weitermachen zu können. Und hierzu müssen dann die im Folgenden gezeigten Schrauben gelöst werden. Und bevor die Verkleidung dann abgenommen werden kann, muss noch der Spreizling entfernt werden, der sich hier direkt unter dem Gurt befindet. Um die Verkleidung dann abnehmen zu können, müssen zunächst noch zwei Metallklipse gelöst werden. Dann wird die Verkleidung noch aus diesen beiden Verzurösen ausgefädelt und ist dann vollständig frei. Um die Seite komplett freizulegen, wird dann noch die Einstiegsleiste entfernt. Hierzu einfach vorne im Fußraum mit einem kräftigen Ruck die Einstiegsleiste nach oben aus den Verrastungen lösen. Dann muss die Einstiegsleiste noch aus der B-Säulenverkleidung ausgeklipst werden. Und dann ist es ganz wichtig, die Einstiegsleiste zunächst in Fahrzeugrichtung zu ziehen, um sie aus einem Halter zu lösen, den ich euch gleich noch zeigen werde. Und hier sieht man nun diese Lasche, die der Grund dafür ist, dass ihr die Einstiegsleiste nach vorne wegziehen müsst. Diese sitzt hier auf diesem Halter und dieser Halter sitzt hier auf dieser Metallschraube und vor dem Wiedereinbau der Einstiegsleiste müsst ihr den Halter mit der Zange abziehen und wieder in die Einstiegsleiste einstecken. Als letztes Teil muss dann noch die untere A-Säulenverkleidung entfernt werden. Das ist das Teil, wo der hier gezeigte Hebel zur Entriegelung der Motorhaube sitzt. Und der Hebel ist durch diese kleine Plastikklammer gesichert. Dementsprechend, um den Hebel abzunehmen, muss zunächst die kleine Plastikklammer entfernt werden. Dazu wird der Hebel in die Richtung gezogen, in der er auch gezogen wird, wenn die Motorhaube geöffnet wird. In dieser Position muss er dann verbleiben und dann kann mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig versucht werden, diese Klammer nach hinten, hinter die Verkleidung herauszudrücken. Bevor die Verkleidung abgenommen werden kann, muss noch zunächst eine kleine Plastikschraube entfernt werden. Die sitzt hier unter diesem Plastikdeckel. Dementsprechend zunächst den Plastikdeckel abmachen. Dann kann die Plastikschraube herausgedreht werden und dann kann schlussendlich die Verkleidung abgenommen werden.
Somit haben wir dann die gesamte linke Fahrzeugseite offen und können den Kabelbaum vom Sicherungskasten bis hinten ans Anhängerkupplungssteuergerät verlegen. Genaue Informationen dazu, wie die Kabel im Sicherungskasten anzuschließen sind, findet ihr in der Anleitung, die im Normalfall mitgeliefert wird, wenn ihr euch einen solchen Kabelbaum kauft. Für das Anhängerkupplungssteuergerät gibt es einen speziellen Halter. Teilenummern dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Diesen Halter müsst ihr an der Unterseite des Trägers des Bordwerkzeuges verrasten. Dann könnt ihr das Anhängerkupplungssteuergerät auf diesen Halter klipsen und dann könnt ihr den Träger für das Bordwerkzeug wieder verbauen. Im verbauten Zustand sieht das dann so aus und das Anhängerkupplungssteuergerät muss leicht in Richtung Fahrzeugmitte geneigt sein. Nachdem damit der Großteil der Arbeiten im Innenraum abgeschlossen ist, geht es jetzt darum, die Anhängerkupplung zu verbauen. Dazu muss zunächst die Heckstoßstange entfernt werden. Nachdem dies etwas aufwendiger ist und mehr Zeit in Anspruch nimmt, habe ich hierzu ein eigenes Video erstellt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Nachdem die Heckstoßstange dann demontiert ist, kann der Aufprallträger demontiert werden. Dieser wird auch im weiteren Verlauf nicht weiter benötigt, da er durch die Anhängerkupplung ersetzt wird. Wichtig ist nur, die beiden oberen Schrauben auf beiden Seiten müssen zwingend wieder eingeschraubt werden, nachdem sie den Innenraum gegen Abgase abdichten. Bezüglich dem Träger ist noch wichtig zu erwähnen, dass ihr alle Schrauben gefahrlos abschrauben könnt, ohne dass euch der Träger herunterfällt. Der Träger ist hier mit dieser Nase in den Laschen am Fahrzeug eingehängt, kann euch dementsprechend nicht runterfallen und muss für die Abnahme leicht nach oben gedrückt werden. Der erste Schritt für die Montage der Anhängerkupplung ist der Einbau dieses Halters für den Bowdenzug. Und dieser Halter wird von unten in die hier im Bild größte sichtbare Öffnung in der Karosserie eingesteckt. Diese Öffnung ist derzeit auf der Unterseite des Fahrzeugs noch mit diesem Plastikstopfen versehen, der zunächst entfernt werden muss. Und um den Halter dann korrekt einzubauen, muss die hier im Bild nach oben zeigende Nase entgegen der Fahrtrichtung zeigen. Nachdem die Anhängerkupplung doch relativ schwer ist und sehr parallel zum Fahrzeug ausgerichtet werden muss, empfiehlt sich für die Montage die Hilfe einer zweiten Person. Die Anhängerkupplung wird auf beiden Seiten mit zwei Schrauben verschraubt. Teilenummer findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Wichtig ist es, vor dem Einschrauben der Schrauben den Unterbodenschutz bzw. die Unterbodenversiegelung in dem Bereich zu entfernen, in dem die Schraube nachher aufliegt, damit die Schraube direkt auf dem blanken Metall aufliegt, bevor sie festgezogen wird. Alle der vier Schrauben werden mit 90 Newtonmeter Drehmoment angezogen und bekommen dann noch 90 Grad Drehwinkel. Somit ist die Anhängerkupplung jetzt fest verschraubt. Und der Kabelsatz kann nun noch durch die Öffnung unterhalb des Trägers für das Bordwerkzeug ins Fahrzeuginnere verlegt werden. Wenn dann alle Steckverbindungen am Anhängersteuergerät angeschlossen sind, können alle Verkleidungsteile auf der linken Fahrzeugseite wieder montiert werden. Die ursprüngliche Verkleidung der Ladekante kann nicht wiederverwendet werden. Hierfür benötigt ihr eine neue. Diese neue hat eine Aussparung für den hier gezeigten Griff zur Entriegelung der Anhängerkupplung. Für sowohl den Griff als auch die neue Abdeckung der Ladekante findet ihr beide Teilenummern in der Videobeschreibung. Zusätzlich hat die neue Ladekante eine integrierte LED, die euch, wenn sie grün blinkt, anzeigt, dass die Anhängerkupplung korrekt verrastet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, leuchtet die LED rot. Diese LED ist ebenfalls mit einem Kabel am Anhängerkupplungssteuergerät angeschlossen. Die Teilenummer findet ihr hierzu in der Videobeschreibung, sollte dieses kleine Kabel nicht in eurem Kabelsatz beiliegen.
Somit ist der Einbau der Anhängerkupplung nun abgeschlossen und ihr könnt einen kurzen Funktionstest machen, ob sich die Anhängerkupplung auch einwandfrei aus- und wieder einklappen lässt. Danach könnt ihr auch die Heckstoßstange wieder montieren. Infos dazu findet ihr im bereits erwähnten separaten Video. Und wenn die Stoßstange dann wieder montiert ist, müssen noch einige Kodierarbeiten durchgeführt werden, um die Nachrüstung final abzuschließen. Bevor ich mit den Erklärungen zu den Kodierungen beginne, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich keinerlei Garantie dafür übernehme, dass die hier gezeigten Kodierungen 100% richtig sind. Und ich möchte auch erwähnen, dass es extreme Unterschiede zwischen den Kodierungen der einzelnen Modelljahre geben kann. Dementsprechend informiert euch bitte ausgiebig vorher, welche Anpassungen bei eurem Modelljahr notwendig sind. Im Folgenden werde ich nun die Kodierungen vornehmen, die für mein Auto, einen Golf 7 Variant mit Baujahr 2018, Modelljahr 2019, notwendig sind. Als erstes starten wir mit den Anpassungen im Steuergerät Nummer 19, dem Diagnoseinterface, um hier das neue Anhängerkupplungssteuergerät in der Verbauliste zu hinterlegen. Als nächstes werden Anpassungen im Steuergerät 03 für die Bremsenelektronik vorgenommen. Hier muss in den Anpassungskanälen der Anpassungskanal Gespannstabilisierung auf aktiviert gesetzt werden. Das dritte Steuergerät, in dem Anpassungen vorgenommen werden müssen, ist das 09er für die Zentralelektrik. Und hier gibt es jetzt ein ganz gutes Beispiel für meinen vorherigen Hinweis bezüglich der deutlich unterschiedlichen Kodierungen innerhalb der verschiedenen Modelljahre. Wie ihr seht, mein Auto hat mit Modelljahr 2019 keine lange Kodierung mehr im 09er. Dementsprechend wird alles über die Anpassungskanäle geregelt. In früheren Modelljahren war das anders. Hier gibt es noch eine lange Kodierung und dementsprechend ist meines Wissens nach hier die Anpassung bezüglich der Anhängerkupplung noch in der langen Kodierung vorzunehmen. Wir gehen somit zurück in die Anpassungskanäle, müssen aber zunächst eine Zugriffsberechtigung eingeben, um die Änderungen an den Anpassungskanälen auch speichern zu können. Wenn ihr das nicht macht, wird das Steuergerät die Änderungen der Anpassungskanäle einfach ablehnen. Dementsprechend hier mit der Zugangsberechtigung 31347 den Zugang freischalten und dann können wir den Anpassungskanal ändern. Und hier im Steuergerät muss dann der Anpassungskanal Vernetzung Anhängeranschlussgerät auf verbaut gesetzt werden. Das vierte Steuergerät mit Anpassungen ist das Steuergerät Nummer 13 für die Distanzregelung. Hier muss in Byte Nummer 3, Bit Nummer 3 auf aktiv gesetzt werden. Das fünfte Steuergerät mit Anpassungen ist das neu hinzugefügte Anhängersteuergerät mit der Nummer 69. Hier müssen im Byte 1 die Bits 0 bis 3 und 4 bis 7 angepasst werden. Und zu guter Letzt muss noch eine Anpassung im Steuergerät Nummer 10 für die Einparkhilfe vorgenommen werden. Hier müssen im Byte Nummer 3 die Bits 0 und 1 auf schwenkbare Anhängevorrichtung gesetzt werden. Normalerweise müsste auch noch eine Anpassung im Steuergerät 01, dem Motorsteuergerät, vorgenommen werden. Nachdem jedoch mein Motorsteuergerät diese Anpassung immer mit dem Fehler Wertebereich ungültig abgelehnt hat, habe ich diese Anpassung nicht vorgenommen. Für meine Nachrüstung waren somit jetzt alle Kodierungen abgeschlossen und der Einbau der Anhängerkupplung war final fertiggestellt.
Durch die vorgenommenen Kodierungen erscheint nun in der Multifunktionsanzeige auch ein Hinweis, sofern die Anhängerkupplung im ein- oder ausgeschwenkten Zustand nicht vollständig eingerastet ist. So, das war mein Video zur Nachrüstung der schwenkbaren Anhängerkupplung beim Golf 7 Variant und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen, der vor einem ähnlichen Projekt steht. Danke fürs Zuschauen!